Hallo und willkommen zu einer weiteren kleinen Folge unserem FTP-Server. Entschuldige, vom Diablo-Server. Thema heute, eine kurze Präsentation der Verbindung zwischen dem Stargate Center und einer kleinen Ortschaft. Just for fun. Mal schauen. Gerade fertiggestellt das Gesamte. Bauzeit ca. 3 Wochen. Da ich nicht immer dauerhaft dran gebaut habe und die Materialien nicht auch noch fahren musste, hatte ich hinterher ein bisschen länger gedauert. Ich starte doch mal ein Haus. Da kommt bestimmt noch ein neues raus. Oh. Ah, Carsten hat es erweitert. Schön. Gehen wir weiter. So. Jetzt haben wir hier Bauabschnitt 1. Der erste Tunnelbauabschnitt, wie man hier sieht. Ein bisschen Farben gespielt, ein bisschen Kontrast reingebracht, die ganze Sache. Ich denke mal, das sieht doch sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Hier habe ich ein bisschen gefailt, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Dann ist irgendwie dieser Buckel entstanden. Weil ich wollte nicht direkt am Wasser rauskommen. Bauabschnitt Nummer. So, Bauabschnitt 1 has been ended. Bauabschnitt Nummer 2 einfach eine lange Brücke. Die sind gerade dauerhaft so aus bis zum Ende. Die Seite ist natürlich auch mit Bögen eingebogt. Eingebogen, keine Ahnung, was man das so nennt, keine Ahnung. Und ja, tonnenweise Eisen hat es gekostet. Eisenblöcke, versteht sich. Dank der Chisel 2 Mod können sehen doch die Eisenblöcke doch sehr ansehnlich aus. Damit kann man doch was anstellen. Dasselbe gilt auch hier für die Kanten. Für die Slopes. Für die Slopes sieht es ja natürlich sehr aus. Ne? Dank der Carpenter Mod. Einen Augenblick. Anders gleich angeschlossen, wenn ich Aufnahmen mache. Kurz darauf antworten. Derzeit spielt man mir kurz weiter geradeaus. Ja, jetzt müssen wir gleich lieber aus dem TS gehen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. So. Wunderbar. Okay. Hier endet der Bauabschnitt Nummer 2 mit einer. Keine Ahnung, was für stark geritten hat. Das habe ich nachts um 3 gebaut oder halb 4 war es? Scheint. Es soll eigentlich irgendeine Art Statue werden und letztendlich ist es. Weiß nicht, kann jeder selbst denken, was es sein könnte. Alex hier darin irgendein Oktopus, andere eine Lampe, vorne eine Brille und was anderes nicht ganz so koscheres. Und ja. Ne? Keine Ahnung. Könnt ihr euch ausmalen, könnt ihr euch aussuchen, was das sein soll. Viel Spaß. Zu finden auf unserem Server. Voll auf ein Skelett. Bauabschnitt 3. Ein bisschen blauen Ornamenten gespielt. Um ein bisschen so mit Farben herumzuspielen. Sprich, was passt am besten. Und ich habe mich dafür für diese Sache hier entschieden. Und muss sagen, das hat doch Hand und Fuß. Aber das Beste, meine Freunde, kommt noch. Der Tunnel ist bei allem für sich ein Konzept und Bebauung an sich begehbar und fertig. Aber der Anschlussstelle zwischen Bauabschnitt 3, in dem wir uns gerade befinden, und Bauabschnitt 4, der gleich kommt, muss ich noch was Kleines zwischenbauen, sozusagen einen perfekten Anschluss. Müsste ich mal gucken, was ich da baue. Vielleicht habt ihr Ideen, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Das ist ein sehr kleiner Abschnitt, vielleicht habt ihr ja gute Ideen. Einfach mal rein damit oder direkt ins Teamspeak kommen oder ja, sucht euch aus. Okay, ich habe auch noch ein bisschen Licht vergessen. Hier muss noch viel bauen. Okay, ah, da hab ich noch ein bisschen gefailt. Okay, hab da wahrscheinlich erwischt hier. Ich sag mal unten. Oh. Ja, ein paar Feinheiten können natürlich noch dazu. Das ist immer klar. Ein bisschen Details. Aber das ist halt das Zwischenstück. Also ab der Ecke beginnt das Zwischenstück. Zwischen 3 und 4. Ja, hier, das ist das, was ich irgendwie ein bisschen bebauen muss. Das Zwischenstück ist so ein kleines Stück. Das habe ich irgendwie ganz außer Augen verloren. Ja, gute.
Müssen wir mal gucken, was wir da noch draus machen. Oder die Spieler haben eine Idee. Muss ich mal schauen. Da es sich um ein Großprojekt handelt, können alle dran teilnehmen. Vorausgesetzt, natürlich sieht gut aus. Nein, das ist kein Himmel. Diese Verarschung wird präsentiert von Lapis Celestis. Ursprünglich wollte ich eigentlich ein anderes Biom simulieren. Aber ich habe mich doch für die Wüste entschieden. Anhand. Da geht schon in die nächste Runde. Eigentlich sollte das, ich habe es leider nicht ganz hinbekommen, es tut mir leid, eine Art Sphinx werden, aber ich habe gefailt in der Höhe des Tunnels. Und zwar, das Tunnel ist nur so hoch, wie ich mich jetzt befinde. Was für ein Scheiß. Egal, ich habe improvisiert und da kam das raus. Bauabschnitt 4 beendet, Bauabschnitt 5. Oh. Ja gut. Ja, okay. Vollmundischem Geschmack. Ein tatsächlicher Gestaltungszweck von diesem Flash hier, von diesem Flashblock, den man in Neta findet, vorausgesetzt man hat dieses Plugin Balance of Plenty mit dabei, beziehungsweise Mod. Hier gibt es zwei Wege. Einmal durch die Höhle. Geh einfach mal durch die Höhle. Mal durch. Wer Ideen hat, wie man es noch viel verbessern könnte, keine Ahnung, oder ein bisschen noch ein paar Schmankerls reinbauen kann, einfach Bescheid geben. Kommentare schreiben oder direkt aufs Test schreiben. Alle Daten findet ihr dann in den Kommentaren. Hätte hier noch eine Brücke hingemusst? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist halt der alternative Weg, der führt einfach nur um den Berg herum. Das ist nicht so spektakulär. Kleiner zugefrorener See teilweise, ein bisschen Tiger-mäßig. Und wie es auch, wie es stabil ist. Befinden uns auch tatsächlich im Teilkampf, wie man es lesen kann. Auf der linken Seite, links mittel oben. Gehen wir mal weiter. So. Ende das. Hier kommt noch ein Lagerfeuer hin. Oder was anderes, je nachdem. So eine Art kleiner Zentralplatz für diesen Dörfli hier. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, immer raus damit. Bauabschnitt 5 endet und Bauabschnitt 6. Bauabschnitt 6 ist jetzt nicht so spektakulär, weil auch mal wird schon mal fertig werden. Natürlich kann man noch, wenn man Langeweile hat, später in den Wänden. Und ja, die Magnumflasche wird noch verdeckt, ja, ja. Kommen noch ein paar Gestaltungsdingen hinzu. Ich habe schon ein neues Projekt im Auge, was mir gestern im Schlaf eingefallen ist und das möchte ich unbedingt bauen. Das wird richtig geil. So, was haben wir hier? Das Bauabschnitt 5. Den nennt er sich mit als Bauabschnitt 5, weil er sehr klein ist. Das ist der sogenannte Entry Point vom Luis. Vom K3 Omono. Und ab hier ist sozusagen die Ortschaft am Rand faktisch erreicht. Ab hier müssen dann die Bevölkerung dieses Örtchens dann selbst definieren und entscheiden, wie und wo sie das Ding anstutzen. Die Strecke ist ca. 1,8 Kilometer lang. War denn die Bar? War das hier? Ich glaube hier. Oh ja. Leckere Sushi. Und andere Sachen. Und Nigiri, aha. Ist das manchmal hin? Na dann. Ahoi, ahoi.